Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, wie immer, wir sind kurz vorm Blutmond und wie immer kurz vorm Blutmond habe ich eine richtig geile Idee, die ganze Basis wieder abzureißen und was abzuändern. Hm. Ist das geil, Jasmin? Mhm. Los, gib mir deine euphorische Vorfreude auf das, was jetzt kommt. Na, okay, wir verpacken diesmal richtig. Meinst du? Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube schon, weil wir kaum Waffen, Munition haben. Wieso? Wie viel haben wir? Nicht viel. Okay, das ist nicht viel. Mhm. Ja, wir haben uns da diesmal nicht so wirklich drauf ge... Sei lieber ruhig. Fokussiert, ne? Sei lieber ruhig. Ich habe die ganze Zeit nebenbei noch welche gemacht. Ja, du warst da irgendwie nicht so aktiv, ne? Ich komm gleich mal runter. Also da kann ich mich echt nicht mehr... auf dich verlassen. Mhm. Jetzt wird mir die Schatzkiste die ganze Zeit angezeigt, weil wir den letzten Schatz gesagt haben, wir suchen den und haben den nicht gesucht. Hm. Habe ich Kaffee? Nein. Dann such mal. Ich brauche mal das stärkste Ausdauergetränk, was unser Kühlschrank zu bieten hat. Was haben wir denn da? Wir haben Kaffee, wir haben den Juckersaft, der macht aber auch nur 15%. Ja. Naja. Meinst du nicht, es wäre an der Zeit, effektiv an Munition zu arbeiten? Mach ich schon. Das kommt mir vor, als wenn du deinen typischen Tagesstil abläufst, ne? Sinnlos durch die Gegend stehen. Na. Ah. Du bist nur so mutig, weil du jetzt unten bist und nicht oben. Ich bin unten. Also, ich bin oben. Also, ich bin hier. Hier ist ja noch mehr Schießpulver. Sagt er nicht, die Sau. So, ich gehe hoch. Ich gehe rauf wie eine Treppe, die nach oben geht. Tschüss. Ach ja, genau. Hast du die Werkbank oben? In Gebrauch meinst du jetzt? Ja. Warte, das kann ich dir sagen, wenn ich meinen dicken, übergewichtigen Panzer hier durch das Loch kriege. So. Wir bräuchten noch eine, ey. Nee, Werkbank ist frei. Na, dann nehme ich die jetzt mal. Ja, sind beide frei. Hä? Sind, haben wir da zwei? Ja. Oh, Tatsache. Also, das wusste ich gar nicht. Die ist auch noch nicht so lange. 30 Tage vielleicht. Mhm. So, jetzt muss ich diesen ganzen Kabims hier abreißen. Das ist natürlich jetzt auch Kacke, ne? Muss ich hier ja noch Löcher reinmachen. Oh. Weißt du, wo damals, als ich noch ein Kind war, ne? Da kam ein weiser Wanderer vorbei. Oh, der ist viel rumgekommen in seinem Leben. Ah, und naja, wie es denn so ist, wir saßen dann abends am Lagerfeuer, ne? Haben unseren frisch geangelten Fisch geräuchert. Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt. Er war wohl unterwegs. Und dort gab es Menschen, die hatten eine Erfindung, die schimpfte sich Erdbohrer. Er behauptet, es war. Ich sage, es ist ein Mythos. Ich meine, über die ganzen Jahre, seit meiner Kindheit, habe ich keinen Erdbohrer gesehen. Hast du schon mal einen Erdbohrer gesehen? Nö. Ich wette, mit so einem mystischen Erdbohrer würde das viel schneller gehen. Mhm. Stimmt, gibt's den in Asgard. Vielleicht finden wir ihn ja noch. Wenn's ihn denn gibt. Ja. Ich glaube, der Mann hat mir nur eins dieser wundervollen Märchen erzählt. Mhm. Sag mal, Jasmin, wie findest du denn eigentlich meine... Ich habe keine Kohle mehr. Was haben wir nicht mehr? Kohle? Kohle. Hm. Willst du das Auto nehmen? Wir bräuchten mal welche nicht. Willst du dir mein Auto leihen? Nein, alleine fahre ich nicht.
Willst du dir mein Motorrad leihen? Nee. Das ist auch versichert. Ja, ich muss jetzt erstmal Schießpulver produzieren, ein bisschen hier. Schießpulver. Hier läuft es auch noch. Gut. Wieso komme ich immer kurz vom Blutmond auf so eine glorreichen Ideen? Guck mal eben. Ah, jetzt wird's ja gleich Arms. Ich mag das Arms hier nicht. Warum nicht? Ist hey, doch eine idyllische cool. Gegend. Ich finde das gut, Leck. Ach, das Leben auf dem Lande. Mhm. Wo die Arbeit noch was wert ist. Oh, hier kannst du machen, was du willst. Hier sagt keiner was. Nächste Nachbar weit entfernt. Haben Funk gehabt, ne? Ja. Ich hätte hier gerne sowas wie Abrissbirne, wo ich hier reinleveln würde. Mhm. Aber ich habe auch keine. Doch, ich habe einen Punkt. Meinst du, wir haben ja noch Zeitzünder, ne? Meinst du, das ist eine gute Idee? Mhm. Was hast du gesagt? Ich hab dir gerade nicht zugehört, irgendwie. Wir haben ja noch Zeitzünder in der Kiste. Meinst du, ich habe gerade eine dumme oder eine gute Idee? Dumm. Das glaube ich auch. Ganz dumm. Ich nehme mir nur mal einen. Das ist einer. Ich möchte da mal was probieren. Schmeckt doch nicht. Sollte ich den vielleicht von außen anbringen? Ein bisschen Angst um die Wand, ne? Aber ich meine, so bei Abrissunternehmen, die sprengen doch auch ständig was. Mhm. Oh. Was war das? Pack das weg? Ist der doof. Ja, zerstören's mal noch schön vor dem Blutmond. Machst das richtig. Das hat ja nicht funktioniert. Was wolltest du denn machen? Der hat ja fast gar keinen Damage gekriegt. Ich wollte das blöde Beton... Warum muss ich das auf Beton aufwerten? Habe ich unten Stahl gemacht? Nee, ne? Wieso ist hier einer frei? Ach so, ja. Wegen dem Übergang. Ja, Jasmin, was machst du da Feines? Ach, schön, Zombie. Gehst du jetzt Kohle sammeln? Nein. Aber wir brauchen Kohle, ne? Dankeschön. Ja, ich bin nicht alleine Kohle sammeln. Warum nicht? Möchte ich nicht. Hast du Angst vor der Kohle? Ja. Ich auch. Ja. Ich mag das bei Nacht halt nicht. Ich gehe mal drauf bei Nacht, weil ich immer nervös werde. Dich anders. Wieso habe ich das hier aufgewertet, Jasmin? Das war eine dumme Idee. Ich weiß nicht. Und das ist noch so ein bisschen. Hey.
Gib mir Ausdauer. Maschine! Also viel ist jetzt hier auch nicht gewesen. Kannst du nur mal in Garagen gucken? Was soll ich da gucken? Ob da Loot ist? Ist nicht. Hm. Bin noch hier gerade rumgegangen. Schade. Und das hier Flash ist ein Glücksstein. Beim Study. Ja, der hat ja keine Garage. Den Erdbohrer soll man wohl in Garagen finden können. Was ist das? In einer Garage. Wer sagt das? Habe ich gelesen. Wenn es denn stimmt. Also wenn es einen Erdbohrer gibt, heißt es. Du weißt, was du gelesen hast. Da waren ganz viele Bilder drin. Ja. Das lobe ich dir. Das ist dein Niveau, wa? Ich kann gut lesen, wenn da Bilder drin sind. So hätte das die ganze Zeit laufen können. Hm. So. Nee. Oh. Nein! Die hat doch gerade geschrien, oder? Oh. Du kriegst Besuch. Ich? Ja, da hat doch gerade einer geschrien. Wo? Bei mir? Hä? Ah. Ja, da hinten läuft wer, das ist aber... Nee, hier war gerade nicht eine... Ha. Ih, oh mein Gott, Igitt! Ih, was ist das? Ich sollte vielleicht nicht mit der Munition so rumplempern. Ja. Du kriegst meine... Ich mach bald wirklich eine eigene Kiste. Warum bist du jetzt so? Ich dachte, wir teilen... Weil du sagst immer... Ach, ist egal. Wir haben noch Zeit bis zum Blutmond. Und wenn ich dann sage... Nee, lass mich doch welche vorbereiten, Munition. So, und jetzt sagt er... Oh, ich sollte mal nicht so rumasen. Jetzt werde ich hier wieder so schlecht dargestellt. Stellt sich selber so dar. Was? Niemals. Ich doch nicht. Hier kam ja bis jetzt keiner rüber, ne? Aha. Eigentlich muss das auch weg. Aber das können wir auch einbauen. Das lasse ich mal noch. Genau. Also ob das so wird, wie ich das gern hätte. Nö. Ich glaube ja. Ich bin da Optimist. Ich nicht. Ja, ich gehe hoch wie eine Treppe, die nach oben geht. Was? Ich gehe hoch wie eine Treppe, die nach oben geht. Hm. Crazy. Oh mein Gott. Hm. Wer hat denn hier so viele Gitter hingeschmissen? Gitter? Naja, vorgebaut. Wenn man das nur sprengen könnte. Warte mal. Mit Dynamit, ne? Da sind noch welche. Ich habe halt Angst, dass das hier auch gesprengt wird. Ja. Wir machen das mit guter alter Handarbeit. So wie abends im Schlafzimmer. Was?
So ein Quatsch. Das ist so geil, ne? Oh, der Lauch hat keine Ausdauer, Jasmin. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ich bin der Lauch. Und schuld dran. Wenn ich mir Testosteron spritze, ne? Dann schrumpfen ja nicht nur meine Hoden, es wächst ja auch mein Bizeps. Meinst du? Und das Hirn schrumpft mit. Ich nehme seit 8 Jahren Anabolika. Kann beweisen, dass das nicht der Fall ist. Frag mich was Leichtes. Warte mal. Nee, wenn ich mir jetzt hier Testosteron spritze, ne? Wir haben ja welches. Ja. Das hört sich so doof an. Ja, was willst du denn? Meinst du, ich kann denn schneller abbauen und hab mehr Bums im Arm? Mehr Bums im Arm. Bums, Bums, Buddy-Bu-Bums. Bums, Bums, Buddy-Bu-Bums. Wo haben wir denn hier Testo? Gib mal her mein Frühstück. Ich teste das jetzt mal mit dem Testo. Du hast recht, Jasmin. Steroide machen wirklich doof. Ich bin falsch abgebogen. Oh mein Gott, das ging so schnell. Oh ja, ich spüre, wie das Testosteron mich durchströmt. Voller Männlichkeit hacke ich mit meiner Spitzhacke diese Stange. Aber schneller geht's auch nicht. Damit ist mal wieder wissenschaftlich bewiesen, von Testosteron wird man nicht stärker. Ach. Der muss mehr nehmen. Jasmin, ich bin schon ganz männlich. Selbst mein Bart kriegt einen Bart. So. Das ist jetzt auch sehr spannend, wie ich hier mit der Spitzhacke. Total spannend. Ja, ne? Ja. Und einen noch. So, und wenn wir das nehmen. Ja, aber ich habe hier doppelwendig gebaut, ne? Kann das sein? Wir haben ja oben einen rausgezogen. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass die hier unten landen. Sich hier hochstapeln und dann... Das müssen wir bedenken, wenn wir hier umbauen, Jasmin. Aber ich glaube, das wird geil. Hast du noch Munition? Ja, sicher. Hast du Kohle noch geholt? Nein. Ja, man muss halt auch mal Teamplayer sein, ne? Du machst das richtig. Ja, während du da ein bisschen an der Werkbank rumspielst und dir zu fein bist, Kohle zu holen, mache ich die wichtigen Dinge für den Blutmond. Was denn?
Ja, ich mach die Stangen hier weg, weil ich eine andere Idee habe, ja. Mhm. Das kann gut werden, es kann aber auch anders werden, ne? Aha, aha. Wie viele Blocks hoch ist die Klingenfalle? Ein, ne? Ein und einen halben vielleicht? Aber der halbe hat ja auch einen ganzen Block. Mhm. Mein Block, mein Block. Ja. Dieser Block. Rap noch was über Geodreiecke. Algebra. Haben wir Besuch? Bin ich hier sicher? Nö. Ich fühle mich ja auch nicht sicher. Ich sehe keinen. Ach, da. Ah, noch einer. Ich kann auch keinen sehen. Ja, warum? Ey, von hier kannst du voll geil schießen. Kommt noch einer, ne? Ich glaube. Ja. Jetzt nicht mehr. Headshot, Bitch! Nicht schlecht, Jasmin. Nicht schlecht für ein Mädchen. Hey! Kannst du mal dir eine Scheibe von abschnibbeln? Von dir? Na sichi. Meinst du nicht, das tut weh? Nein. Ich weiß ja nicht. Also so krass bin ich nun auch nicht drauf. Ja, das weiß ich. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Ja, diese Vorlage musste ich nehmen. Ich glaube, bei dir hackert's. Hackert's? Ja. Hackert's, kackert's. Du hast doch nicht mehr alle Tassen in der Porzellankiste oder was? Nö. So. Na komm schon, Freund. Es ist nicht mehr viel. Faszinierend, dass das noch hält. Hm, toll. Weißt du, ich habe ein bisschen Angst, dass mehr runterkommt als das, was ich runterhaben will. Will ich jetzt auch hören, ey. Aber ich bin nur optimistisch. Ich habe die ganze Statik berechnet. Ich habe eingegeben im Taschenrechner A² plus B². Hab mir extra einen Taschenrechner mit Buchstaben geholt. Ne? Ne? AB². Naja. Und das Ganze nimmst du zur Hypotenuse. Und ziehst dann binomische Formeln von ab. Und da habe ich ja auch nochmal Stangen. Die können eigentlich bleiben, der Optik wegen. Ich brauche mal einen Kaffee. Kaffeepause. Weiter geht's. Hängt der noch irgendwo fest? Das ist doch unfassbar. Das kann doch nicht... Unfassbar. Was war da denn los? Sich angehört wie Angela Merkel. Ich bin auch Angelika Merkel. Angelika. Angelika. Angela Merkel. Angelika. Ja, ich wollte mal eine Person nachmachen. Die kann nämlich auch nicht sprechen. Das ist ja faszinierend. Hey Jasmin, guck mal. Nee. Ah, nö. Ich habe jetzt nicht die ganzen... Ach, die sind doch immer im Block. Der ist jetzt aber nicht hier gegen, oder? Ach. Oh, der müsste sich ja alles einzeln wegkloppen. Oh, ey. Dann funktioniert das ja gar nicht.
Sag mal, Jasmin, du alter Bauherr, ich hab Hunger. Was gibt's denn zu fressen hier? Das ist ja kochen könnt ihr auch mal nebenbei. Ja, ich auch, vor Wut. Was haben wir denn hier? Kann ich. Was war das denn? Ach, Gewitter. Ja, das war Gewitter. Alles cool. Hier ist nichts passiert. Glaube ich dir nicht, wenn du so redest. Nein. Oh, Gewitter. Ist da Gewitter? Wo? Oh, bitte hör auf, ey. Was denn? Das nervt. 1, 2, 3. Oh, die Leiter ist mit weg, das ist ja doof. Der braucht 3 Platz, ne? Das heißt, wenn wir den... Ja, ich kann hier ja gar nicht mehr runter. Haben wir hier auch eine doppelte... Nee, das ist nur eine einfache Decke, ne? Und die Klingen, angenommen... Ah... Wer... Würde das reichen? Ich brauche mal Holz. Form. Huh? Oh, meine Maus hängt gerade fest, ey. Haben wir noch irgendwo eine Klingenfalle rumfliegen? Weiß ich nicht. Hatte ich nicht letztes Mal noch irgendwas anderes im Kopf, was ich bauen wollte? Weiß ich nicht. Hast du jetzt alle Werkbänke belegt? Nein. Gut. Eine ist, glaube ich, noch frei. Ja, eine ist noch frei. 10, 10. Ach ja, genau, das wollte ich sogar bauen. 10, 10, 8, 6. Killen. Also. Wo ist mein geschmiedeter Stahl? Keine Ahnung. Ich habe doch letztes Mal hier geschmiedeten Stahl gemacht. Aha. So, 10, 10 motorisierte Teile, 8 elektrische, 6. So. Wie mache ich denn das hier mit dem Amboss? Wenn ich den fertig habe. Wolltest du den in die Schmiede schmeißen? Ja, wegen schneller. Ja, oben rechts. Da, wo der Amboss ist. Da schiebst du ihn einfach auf. Geht nicht. Darf ich mal sehen? Ich krieg das da oben nicht rein. Warte. Irgendwo habe ich hier einen Hund gehört eben. Da oben ist geschlossen. Hä? Haben wir gar keinen. Blei. Not mehr viel. Du musst es erst abbrechen, dass du was herstellst. Oh, mach aber wieder an schnell. Ja, mach ich gleich wieder an.
Du hattest ein Amboss. Ja, und Dings hier, Geschossspitzen. Den Amboss musst du machen. Mach ich gleich. Okay, soll ich Geschossspitzen vorziehen? Ja. Geschossspitze. Oh, bitteschön. Danke. Hä? Geh doch raus da, du. Ach Mensch, oh, jetzt ich geht doch das aber flott. Hin. So. Uff. Da. Nee, Quatsch. Ich brauche ja nur Öl. Oh. Siehst du, sag ich doch das blöd. Ja. Planlos gegen mein Planlos. Böser Hund. Au. Ja, davor hatte ich nämlich Angst, dass die da drauf hängen bleiben. Öl. Warte mal. Ich kann doch hier uns ein Zauberchen zaubern. Ja, ich kann uns Penner-Eintopf machen. Penner-Eintopf? Geil. Kann ich auch genug, ja, ne? Was brauche ich denn hier noch? Für Kartoffeln habe ich nur noch zwei. Da brauche ich noch ein paar mehr. Ach, sagt er. Ich habe den Hund ein zweites Loch geschossen. Weil, wie du das so sagst, ach. Voll so Darling, ey. Ja. Was willst du dazu sagen, ne? So. Adventure Map. Einer Hund. Ah. Der hat sogar eine rückenschonende Haltung beim Ausnehmen. So. Das wäre denn der. Dann machen wir erstmal hier. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hier ist das drunter. Dann käme die hier hin. Und der muss weg. Hallo Jasmin! Ne? Kuckuck! Wo bist du denn? Ah, ich kann nicht sehen. So, jetzt brauche ich nur noch mal eine Klingenfalle, um zu gucken, ob das platztechnisch so cool ist. Cool, man. Aber die habe ich oben in der Fertigung. 40 Sekunden noch. Wach, bam. Dann habe ich meine Klingenfalle fertig. Mhm. Warten wir noch mal. Wo haben wir nochmal Tierfett gehabt? Wie viel brauchst du denn? Nee, ich brauch nichts, hab was abzugeben. Hier, bei mir. Aber eigentlich haben wir es bei Zutaten. Ah, da war nämlich. Hier, bitteschön. Hm? War nämlich nichts mehr drin. Hm, hab ich auch alles. Das erklärt so einiges. Ich koche nämlich gerade. Ja, fällt mir auf. Hä? Mal ein bisschen hier vorankommen.
Weil wenn das nämlich klappen würde. Ah! Ja? Jasmin, warum Hilfe! Hilfe! Warum rennst du jetzt? Ich stand vielleicht auf der Schmiede, damit ich da oben besser reingucken kann. Hast du eigentlich schon die Katzen gefüttert? Ja. Mit Steinen. Ha? Was? Ja, habe ich gemacht. Oh. Jetzt würde ich gerne mal wissen. Dann muss der auch weg. Dann würde ich den aber lieber einen nach hier setzen. Obwohl hier ja. Die können sich ja nicht überschneiden, ne? Lamm, der Wurzel. Was schnibbelt der denn da noch? Wie lang brauche ich denn da? Das war mit der Stabilität so eine Frage, ne? Da muss ich ja alles wegnehmen. Eine. Kartoffel auch eine. Jasmin, wenn ich überlege, ob ich hier eine komplette Reihe wegnehme, ne? Band. Was willst du denn da wegnehmen? Was? Ja, vertraust du mir genug, dass du Nein. sagst, dass... Null. Gar nicht. Du hast mich gefragt, ich hab dir geantwortet, nein. Da kommt gleich eine Schreierin. Deine Freundin kommt. Ja, wir haben gleich Action. Ja, wird doch mal Zeit hier. Das würde halt da gehen und man müsste von innen vielleicht verstärken. Sollte man vielleicht erst innen verstärken, ne? Aber in Verstärken wäre wieder, wir ziehen das hier ganz runter. Lass doch sowas mal vor dem Blutmond sein. Ja, ich rätsel doch nur ein bisschen. Hm? Wo ist sie denn? Oben auf dem Turm. Nee, hier unten. Sie hat geschrien. Warte mal, wenn wir den... Aber wenn wir den doch... Wenn wir nur einen erstmal machen? Hier ist noch eine Schreierin. Das sind mehrere. Da kommt noch einer. Mann, hier ist ja richtig was los, Jasmin. Oh. Hä? So, war's schon. Hm. Warte mal kurz. Nö, ich geh jetzt. So. Hat man gehört. Ja. Wenn ich jetzt aber hier nur drei wegnehme, ne? Wird da nur... Und von oben? Das ist jetzt irgendwie platztechnisch nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe, weil das, der nimmt ein bisschen was weg hier. An Platz. Das ist einfach. Aber da oben können wir den reparieren. Dann hätten wir drinnen anders aufbauen müssen.
Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ist der überhaupt nicht angeschlossen? Nee, denn dann gefällt mir das gerade nicht, weil wir da hätten anders bauen müssen. Andererseits wollten wir die Kisten hier ja eh loswerden, ne? Dann müssen wir die Luke ja auch versetzen. Ah, hier. Die da. Nee, schön. Nee, so. So, okay, dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Dann müssen wir uns da anders vorbereiten, Jasmin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 leere Kisten. 5 leere Kisten. Was denn, los, Schätzelein? Wie wollen wir das nennen? Doch. Bauzutaten. Getrennt geschrieben. Da, 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 da. Ja. So, das, 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 das. Wo haben wir denn das Holz jetzt eigentlich? Da bei Groot in der Kiste. Aha. So, dann haben wir den noch. Das brennt hier voll umsonst. Kriegen wir nie voll. Stein. Stein nicht. Was denn? Wir hatten Wesen, das funktioniert hier. Ist das die richtige Kiste? Ja. Nein. So, was haben wir denn hier noch drin, schönes, feines? Das könnte eigentlich mit in die Ärztehilfe. Kopf, Kopf, Kopf.
Ach, schon wieder eine. Nee, das kann hier nicht mit rein. Oh, die ist ja schon voll. Ach ja, Uschwert, ist doch alles gut. Wir haben dich auch vermisst. Ja, boah. Haben wir hier einen Besuch, Jasmin? Oh, Jasmin, ich glaube, das ist deine Mutter. Die ist zu Besuch gekommen. Hey, ist deine. Die hat nicht geschrien. Normalerweise schreit deine Mutter immer, wenn sie mich sieht. Ah! Oh, komm, hör auf jetzt, Alter. Oh, da kommen noch mehr. Ich höre sie laufen. Kann man das auch richtig untereinander setzen? Oh. Ich rette dich erst mit. Was mit dem Turm hinten? Ist der schon kaputt? Das ist ja. Na, schade. So, bitteschön. Du kannst mir jederzeit danken. Nee, ich krieg das auch alleine hin. Ja, jetzt kommt der falsche Stolz. Der falsche Stolz, sag ich nur. Nee, da. Ja. In welcher Reihenfolge habe ich das beschriftet? So, was haben wir denn noch da unten? Was habe ich denn noch in der Tasche? Nix. Oh, Jasmin. Sag doch was. Hm, was? Nix. Wir haben so viel Gedöns. Hm? Wir haben so viel Gedöns. Mhm. Erste Hilfe. Jetzt haben wir noch diese komischen Pillen. Wir haben ja Testosteron auch noch, ne? Also das Extrakt. Wir haben alles. Essen haben wir auch wieder ganz viel. Boah. Also warte mal. Auch noch mit dazu. Aloe Vera haben wir doch unten bei den Zutaten auch mit drin, ne? Nee, nicht bei den Zutaten, bei der Saatgut. Nee, haben wir nicht. Jetzt haben wir's. Wie viele Minuten haben wir schon? Wir sind jetzt bei 49. Hilfe. Ich will zumindest die eine Kiste hier noch leer haben. Da ist noch so viel drin. Nicht nur Ärger. Was kriegst du Ärger? Machst du wieder alles weg, oder was? Nein. Wo denkst du hin? Ich doch nicht. Oh, wenn ich das schon höre, ey.
Jo, aber wo sortiere ich das jetzt hin? Überlegt man sich das nicht vorher? Was? Nein, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also ich würde die Sandwiches bei den Zutaten... Also ich würde die Sandwiches bei den Fressal... Wir brauchen mehr Kisten. Ich mach nochmal eine Kiste. Au, warum? Nur so. Das freut mich, wenn mein Leiden dir Freude bereiten konnte. So. Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Cool. So, nach welchem Prinzip können wir jetzt hier oben weiter einordnen? Papier. Ich würde sagen, das überlegen wir uns zur nächsten Folge. Und zwar morgen. Ja, überleg schon mal. Damit wir, weil wir müssen morgen, der Blutmond naht, wir haben ja nicht mehr viel Zeit und wir müssen diese ganze Wand hier ein weiter vorsetzen. Nee, das hättest du vorher mal, das hättest du mal lassen sollen. Damit wir hier noch schnell abreißen können, damit da zwei Klingfallen reinpassen. So, das ist der Plan. Ja, und vielleicht noch ein bisschen mehr. Gut, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schaltet wieder ein, wir würden uns freuen. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.